Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Erstmal ganz kurz hier alles fix einsammeln. So, weiter geht's heute. Heute haben wir eine Lunchbox. Ich freue mich. Komm, bitte. Bitte. Ich habe noch nichts. Also, unsere Vault hat noch nichts aus einer Lunchbox bekommen, was gut ist. Klar, hier, wer war das nochmal? Julian hatte was bekommen, aber das gehört ja nicht der Vault. Brauche jetzt was Gutes für die Vault. Okay, Mikroskop ist schon mal okay. 100 Kronkorken. Okay, eine Schrotflinte. Nahrung. Bitte. Kein Vault-Bewohner. Bitte. Kein Geld. Wow. Wow. Holy shit. Was? Wow. Das, Leute, das haben wir. Oh mein Gott. Das ist das Schrecklichste und Schlechteste, was ich jemals aus der Lunchbox gezogen habe. Was ist denn das bitte? Das ist ja nicht mal ansatzweise von der Kronkorken. Ja, ich hab's mir auch gewünscht. Und bitte kein Geld und bitte kein Bewohner. Ja, hier hast du eine scheiß Waffe. Ja, komm, komm. Oh, ein Mikroskop. Wir haben zwei Mikroskope aus der Lunchbox gezogen. Oh, das tut weh. Ah. Oh mein Gott, was für eine erbärmliche. Tut mir leid, aber scheiße. So, so's. So ein Bullshit. Aber da fällt mir ein. Deadline, was ist mit deinen Katzenohren? Hm? Achso, das war Deadlines alter Charakter, ich wollte gerade sagen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Der ist Stufe 50? Der ist eigentlich nutzlos. Der braucht irgendeinen Wert. Stell dich mal bei der To-Do-Liste hin. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir anfangen werde. Ich meine, schlussendlich kann man mit jedem etwas anfangen, wenn man ihn trainiert. Aber wir werden mal sehen. Erstmal gucken wir mal nach. Was haben wir denn hier? Rüste. Darauf habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Zum Eis. Also ich habe da echt keinen Bock drauf, auf diese Scheiße. Oh, Verkauf. Oh, das ist nett. Haben wir so viele? Aber stimmt, ich meine, da sind gerade Leute draußen. Also, ich denke schon, dass wir so viele haben. So, ah cool, können wir gar nicht alles tragen. Ach, das ist Deadline. Ah, apropos Deadline. Wollen wir mal gucken, wie viel maximales Leben du jetzt durch diese ganze Aktion hast? Ich bin gespannt. Da. ...551 Leben hat er insgesamt. Und damit bist du derzeit der Höchste. Ich glaube sogar höher als Julian, oder? Wie sieht es bei Julian aus? Momentan noch. Also wenn Julian irgendwann loslegt, ist vorbei. Das kann ich dir versprechen. Ja, gut. Julian hat ja knapp 50 weniger. Aber ist schon krass. Ist schon krass. Na gut, sagen wir, verkaufen die normalen Gegenstände. Mehr kann ich nicht tragen. Am besten kehre ich zurück und zeige dem Aufseher, was ich gefunden habe. Alles klar, wir erfahren nicht mal, wie der gelaufen ist. Tja, dann haben wir wenigstens keinen Rekordbrecher, sondern einfach nur jemanden, der den Lunchbox bekommt. Und wir müssen den Rekord natürlich hochsetzen. Wir sind jetzt bei. Wo waren wir vorher? Waren wir bei 2 Tagen? Ne, wir waren bei 2,5, oder? Ne, wir waren bei 2 Tagen. Waren wir bei 2 Tagen oder 2,5, Leute? Schreibt es mal in Discord oder in die Kommentare. Ja, Deadline hat eine Menge gefunden. Crazy. Und du kriegst auf jeden Fall eine Lunchbox.
Die gebe ich dir dann aber morgen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach alles mit. Aber ich zeig vorher, was du gefunden hast. Ein Ninja-Outfit. Eine Schaufel. Ein rostiges Sturmgewehr. Noch ein Ninja-Outfit. Gleisgewehr. Rostiges Plasmagewehr. Achso, ja, klar. Laborglaskolben, Militärplatine, Golduhr, Giddy Buttercup, Filmfan-Outfit, Superkleber, Globus, Militärplatine, Robe der Republik, zwei Globusse, ein Superkleber und noch eine Kamera. Alter Schwede. Wieso hast du so wenig gewöhnlichen Schrott dabei? Genau das brauchen wir derzeit, ne? Profi SB, Kampfanzug. Alles klar. Tenpennys Outfit. Ein Harry-Stutzen? Was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Crazy. Okay. Der Schrott muss weg. Dass du so wenig Schrott mitbringst, das ist ja schon ein bisschen eine Beleidigung, ne? Oh, warum? Warum jetzt? Oh. Oh, Gottes Willen. Okay, wer bist du eigentlich? Guter Plan. Stell dich mal dahin. Headline, du wirst dafür gratis geheilt. Ist das nicht nett? Du musst nur unsere Vault beschützen. Nein! Oh, ich dachte schon, sie laufen weg. Ja, durchdreht. Er verliert ja nicht mal Leben. Na komm, einen musst du ja wohl kriegen. Also wenn du keinen bekommst, Deadline, dann kriegst du auch die Lunchbox nicht. Tut mir leid. Also irgendwo hört es ja auch auf, ne? Er hat nicht einen bekommen. Du bist eine herbe Enttäuschung für die Vault. Schäm dich. Ob er überhaupt Schaden an dir gemacht hat? Man weiß es nicht. Gut, und solange... Ach, haben wir die Waffe schon zurückgebracht? Ich glaube nicht, ne? Müssen wir gleich erstmal reinholen. Solange der Raketenwerfer nicht benutzt wird, gebe ich den auf jeden Fall der Tür. Ich kann nicht so schnell heilen. Eine ist erst gestorben. Also Deadline, du hast echt kaum Schaden gemacht an denen, ne? Deadline, ey. Was kannst du? Nein. Ist schon okay. Er hat sein Bestes versucht. Er ist ja auch noch erschöpft vom Ödland, ne? Ich meine, wenn man so viele Kreaturen getötet hat, dann... Irgendwann kann man einfach nicht mehr. Er ist auch nach Hause gelaufen, nicht weil er irgendwie voll beladen war. Nein, ihm wurde langweilig im Ödland. Er dachte sich, ja Mensch, so viele Kreaturen habe ich getötet. Macht einfach keinen Spaß, ich brauche eine Pause. Alter, heil dich doch! Oh, okay. Immerhin haben wir ein paar Räume übersprungen. Sehr schön. Übrigens, ich möchte es nochmal erwähnen, Leute. Ich weiß, ich habe es erst vor kurzem erwähnt. Ich werde es aber gerne noch einmal. Wer mitmachen möchte, sucht euch eine Nummer aus. Einfach reinschreiben. Kann echt dabei sein. Das wird nicht laufen. Eine Nummer von denen sollt ihr aussuchen. Und ihr könnt alternativ natürlich euren Namen oder einen gewählten Namen hinschreiben. Und für alle, die es noch ein bisschen mehr wollen, die gehen auf Discord und können dabei Roleplay mitmachen. So. Dann wollen wir mal gucken. Julian Junior, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ins Lager mit dir. Los. So, dann haben wir den Spaten, das ist in Ordnung. Dann haben wir 14. Dann haben wir hier 16. Einfach Fabi. Spartan 1. Löwe Junior. Du wolltest, glaube ich, Zähne haben, ne? Was habe ich denn auf meiner To-Do-Liste? Pasco A auf 10. Okay, Löwe E trainieren. Ich glaube, der Löwe möchte es auf 10 haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er wollte sogar den Charakter wechseln.
Und dann haben wir noch Pyro, der verkauft das Filmfan-Outfit und das Sturmgewehr an The Vault. Das kannst du natürlich machen. Ist das Sturmgewehr noch zu haben? Aber die Frage ist, was für ein Sturmgewehr? Pyro. So. Ach, hier ist es nicht drin. Sturmgewehr. Das ist ein normales Sturmgewehr, alles klar. Ups, nein. Oh Gott, was habe ich getan? Nichts. So, wenn es nicht... Da ist es doch. Sturmgewehr. Sehr schön. Gut, Sturmgewehr ist blau, das heißt, du kriegst 80 Kronkorken. Und du verkaufst auf jeden Fall noch dein Filmfan-Outfit, das ist ein P4. Das war nochmal P... Du warst P, ne? Du kannst Filmfan-Outfit tragen. Sehr schön. Zack. Und das heißt nochmal 80 Kronkorken für dich. So, die Sachen müssen natürlich noch aus dem Inventar entfernt werden. Falls Julian demnächst Zeit hat, würde das dann tun. So, weiter geht's. Der Spartan 2 trainiert Glück. Pyro will noch weiter A trainieren. Ach ja, ich wollte erstmal den Löwen machen, ne? Der Löwe. So. Sporthalle. Nee, doch. Sporthalle. Oh, ich hab... Ich kann nicht mehr schreiben, Leute. Ich bin grenzdebil geworden durch Corona. So, weiter geht's. Büro. A auf 10, ja? Na gut. ...600. Und dann hatten wir noch, Bruder. Ich glaube, das war Bruder. Plus 1. Ach so, der Charakter, den... Dings damit gebracht hat, Deadline. Ja, dann... Geh mal ins Lager, bis wir wissen, was wir mit dir machen. So, wen haben wir hier noch? Pasco Junior, ach so... Habe ich dich gerade mit Pasco verwechselt? Pyro? Das mache ich auch ganz gerne. Pasco A auf 10. Pyro A auf 4. Gehen wir kurz ins Lager. Oder gehen wir dahin, wo die To-Do-Leute stehen. Habe ich da was verkackt? Er hat P5 bereits. Irgendwann habe ich die Leute aus Versehen da gelassen. Ich weiß nicht wann. Aber das gleiche Problem. Ich prüfe das nach und dann kriegst du wahrscheinlich dein Geld wieder. Ich gebe dir dein Geld erstmal jetzt wieder. Moment. Und dann hatten wir nämlich Bruder da. Achso, der ist gerade auf Käferjagd. Gut, das muss erstmal aussetzen. Ich musste nämlich die Werte erstmal ändern. Denn es war, wie ich im Livestream gesagt habe, er wollte 6-6 haben. Irgendwas habe ich da komplett verkackt. Und es ging schnell. Okay. Durch die Charakterveränderung hat sich die Frisur nicht geändert von Hosenkobold. Jetzt hat Hosenkobold eine Glatze als Frau. Ja, Hosenkobold möchte aber zum Friseur gehen. Aber bevor wir ihn zum Friseur gehen schicken, würde ich sagen, möchtest du vielleicht diese Frisur behalten oder möchtest du wirklich eine neue Frisur haben? Weil ich finde das schon nice, so als Frau mit so einer Glatze und ein paar Haaren. Das sieht schon nice aus. Ansonsten schicke ich dich schon mal dahin. Und dann werden wir sehen, was los ist. So, was haben wir noch auf der To-Do-Liste? Bruder und Mrs. Handy Quest. Okay, das würde ich sagen, erledigen wir wirklich morgen. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Zeit. Sind da eigentlich noch Leute auf Quest?
Oh, verdeckte Spur wird heißer. Oh, Tywin Lannister, komm zurück. Die sind zurück. Die haben eine Menge mitgebracht. Für die Vault. Nice, nice, nice. So, Komiker-Outfit kann weg, das bleibt auch. Ja, cool. Die Militärplatine, der Borgelas-Kolben, Teddy, Schaufel, packe ich auf den Markt. Und eine Waffe davon kommt zurück an einen von den Bewohnern und den Rest werde ich verteilen. Ich muss nur aufschreiben später, was ich alles bekommen habe. Scharfschützengewehr, Gaussgewehr, verbesserte Schrotflinte, rostiges Gleisgewehr und getunte Plasmapistole. Muss ich mir aufschreiben und dann verteile ich sie. Alles klar, sammeln. Oh, gehärtetes Gaussgewehr. Ninja-Outfit. Ist okay. Okay, ja. Ja, ja, ist, ja, ich hab's verstanden. Oh. Apropos, wir müssen ganz kurz gucken. Ist die Osterquest noch da? Die Osterquest ist noch da. Wir müssen der Osterquest den Vorrang geben. Definitiv. Das heißt, wo ist das? Da. Also, Fallout Boy schreibt Joshua mit Bugsy. Bin da und schon zu zweit und dann mitnehmen, weiß ich nicht. Dann lohnt sich die Quest. Was? Achso, die diskutieren da noch. Lol. Also, Bugsy schreibt, ich würde gerne auf die Oster-Ei-Suche machen. Okay, das heißt Fallout Boy und Bugsy. So, Bugsy und Fallout Boy. Dann gucken wir mal, was sagen die Stimps und Reds. Der Löwe sagt, ich möchte den Charakter Löwe Junior Charakter übernehmen. Okay. Das können wir natürlich machen. Allerdings bist du noch nicht auf 10 und ich würde sagen, wir machen dich erstmal auf 10. Ne? Ich denke, da bist du dabei. Aber du bist ja sowieso noch auf Quest, ne? Von daher kannst du ja nicht übernehmen, solange du auf Quest bist. Okay. Ja, mit 4 Stims. Maxi nimmt gar nichts mit. Aber ich denke mal, die kommen klar. Ja. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, ich werde direkt im Anschluss die nächste Folge aufnehmen. Allerdings werden wir in der nächsten Folge die Quests machen. Ich guck mal ganz kurz, wie lange brauchen die bis die da sind. Leertaste. Oh, 14 Stunden, na gut. Wir machen die beiden. Da wird auf jeden Fall nicht viel Zeit übrig bleiben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nur die beiden machen erstmal, sodass die auf dem Rückweg sind. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.